Eigentlich weiß ja jeder aus der eigenen Schulzeit, wie Lehrer so waren. Wer es allerdings vergessen hat, dem konnte Hans Klafli gestern auf die Sprünge helfen. Der hauptberufliche Musiklehrer war mit seinem Programm 40 Jahre Ferien, ein Lehrer packt ein, zu Gast im Moosburger Gymnasium. Zahlreiche, schon längst vergessen geglaubte Wahrheiten konnten ans Licht gefördert werden. Vormittags hat der Lehrer recht, nachmittags hat er frei. Allerdings wurden auch einige wenige bekannte Mysterien der Notengebung enthüllt. Schorsch, was schreibt er? Der zweite Satz der Symphonie ist ein Minarett. Ja, soll ich ihm jetzt eine 6 geben oder den Verfassungsschutz anrufen? Dass er ein Schläfer ist, wusste ich schon immer.